Echt Lecker TV wird Ihnen präsentiert von den Döbelner Stadtwerken, der Firma Partsch Elektromotoren, von der Stadt Döbeln, der Sparkasse Döbeln, dem Kosmetik-Wellness- und Visagistenstudio Katrin Küttner, dem Hofladen Gut Gadewitz und dem Döbelner Anzeiger. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur ersten Sendung von Eschlecker TV im Jahr 2011. Wir wünschen Ihnen allen noch alles Gute für dieses Jahr und vor allem, dass Ihre Wünsche in Erfüllung gehen und freuen uns, dass Sie auch dieses Jahr wieder eingeschaltet haben. Ja, wir sind heute wieder zu Gast hier im Arschehof der Familie Pohl in Klosterbuch und kochen heute wieder etwas aus heimischem Fleisch. Und zwar widmen wir uns heute der Heidschnucke, das ist eine Schafsorte, zu der ich dann auch gleich noch etwas mehr erzähle. Dann haben wir weiterhin heute frische winterliche Salate, die wir nachher schön bunt und frisch anrichten. Dazu gibt es Naturreis und jede Menge interessante Gewürzmischungen. Ja, an dieser Stelle möchten wir uns nochmal bedanken, das Team von Eschlecker TV, bei unseren Sponsoren, die es für Sie, liebe Zuschauer, ermöglichen, überhaupt, dass wir Eschlecker TV produzieren. Ja, und wir sind natürlich sehr erfreut, wenn die Familie der Sponsoren in diesem Jahr weiter wächst. Wir fangen jetzt an, gehen mal hinein in die Küche und ich habe da schon einiges vorbereitet für Sie, nämlich Fleisch von der Heidschnucke. Und vielleicht das ganz Interessante für Sie, Heidschnucke, sagt man, es ist das alte heidnische Schaf und war im Norden Europas immer zu Hause, ist es auch jetzt noch. Man trifft es sehr viel an im Heideland, in Norddeutschland, in der Lüneburger Heide, aber auch in der Bretagne, in der französischen Schnittstelle zur Normandie und auf den kroatischen Adria-Inseln. Interessant ist bei dieser Sorte Heidschnuckenfleisch, dass es sehr dunkel ist, sehr muskulös, nicht sehr viel Fettanteil hat und fast so ähnlich wie Wild schmeckt. Ja. Und interessanterweise sind die Tiere beim männlichen und weiblichen Geschlecht beide behörnt. Also die haben alle Hörner, diese Tiere, nicht nur die Männer in diesem Fall. Es ist ein sehr muskulöses Fleisch und wir werden das heute mal kochen mit einer kleinen Nuance aus asiatischen Gewürzmischungen. So, und das wird Ihnen mit Sicherheit sehr gut gefallen. Okay, gut, da fangen wir heute mal an. Ich gehe dann schon mal an den Ofen. Und ich empfehle, wenn wir Fleisch anbraten, immer eine Mischung aus Fetten und Ölen. Ich nehme immer eine Mischung aus Olivenöl, etwas Sonnenblumenöl, in diesem Fall auch wieder frisch gepresstes, kalt gepresstes, naturreines aus dem Hofgut Gadewitz. Und dazu gebe ich immer noch eine Nuance Butter hinein. So, und das Ganze lassen wir jetzt erstmal kurz erhitzen. In der Zwischenzeit können wir schon mal herangehen an die Gewürzmischung für unser Ragout von der Heidschnucke. Und ich hatte ja versprochen, dass wir das heute mal fernöstlich kochen. Das ist eine interessante Geschichte, dass wenn man heimisches Fleisch verwendet und geht in der Gewürzwelt Richtung Asien, das verbindet sich sehr schön. Wir Köche haben früher irgendwann mal gesagt, das nennt man euroasiatisch. Keine Angst, ich koche nicht immer asiatisch für Sie, aber Sie werden entdecken, wenn Sie die Vielfalt der Gewürze für sich entdecken, wird sich nicht nur Ihr Gaumen freuen, sondern auch Ihr gesamtes Verdauungssystem. Denn Fleisch mit einer Vielzahl verdauungsfördernden Gewürze ist eine Wohltat für unseren Magen und unseren Darm. Ja, Koriander habe ich schon mal reingegeben hier in meinen Mörsertopf und ich gebe hier ein bisschen schwarzen Pfeffer dazu und ich mische das heute mal hier mit rotem Pfeffer, also schwarzer und roter. Der rote ist sehr geschmacksintensiv und zur Winterzeit, das merken Sie schon, da kommt so ein bisschen Wildgeschmack rein, ein bisschen Wacholder. Und hier habe ich Rosmarinblättchen schon getrocknet und die gebe ich schon einfach mal mit in das sich anwärmende Fett hinein. Da entwickelt sich die gesamte Geschmacksnuance sehr gut. Ja, das Ganze, das kennen Sie.